هنا مروا وكانوا قدوة للناس. Ja, ich hätte gleich eine Frage an dich, Udo. Grüß dich mal. Vielen Dank, dass du zugeschaltet hast. Das schätzen wir sehr natürlich. Ja, ich hätte da eine Frage. Wie ich eingangs erwähnt habe, vielleicht hast du das mitbekommen, bevor wir wirklich in die Thematik jetzt eintauchen, und ich denke, dass wir die nächsten 2-3 Stunden sehr interessante Kisten öffnen werden, ja, und Information so raussprudeln wird. Bevor wir aber über die Kernthematik sprechen, wie Jesus gekreuzigt wurde, wann Jesus gekreuzigt wurde, warum Jesus gekreuzigt wurde, denke ich, müssten wir zuerst die Frage behandeln, stirbt Gott überhaupt? Und daher meine Frage an dich, wenn du davon ausgehst als Christ, dass Jesus Gott ist, wie vereinbarst du das mit der Aussage, dass Gott stirbt bzw. gestorben ist? Nun, diese Frage ist natürlich ganz einfach, und zwar, wir glauben natürlich selber, Gott ist allmächtig und in seinem Wesen auch über Raum und Zeit, aber bei Jesus Christus ist es ja eben der Fall, dass Gott Mensch geworden ist. Und außerdem kommt ja noch hinzu, dass Tod ja nicht Existenz bedeutet, denn das glauben wir ja nicht mehr bei uns Menschen. Denn selbst wenn wir sterben, die Seele lebt ja weiter. Und so ähnlich ist es dann eigentlich auch bei Jesus Christus, denn er hat ja einem von den Leuten, mit denen er gekreuzigt wurde, gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, innerhalb von dieser Zeit, wo sein Körper dann im Grab war, da war dann schon im Paradies, denn wir glauben jetzt, er ist körperlich gestorben, so wie ein Mensch körperlich stirbt, also es heißt im körperlich jetzt nur, aber jetzt nicht, dass man jetzt Gott irgendwie töten kann. Verstehe ich. Das heißt aber, wo wir uns definitiv einig sind, ist, dass Gott nicht stirbt. Ja, dem würdest du zustimmen, oder? Ich meine, das ist ja auch biblisch, wenn wir sehen in 1. Timotheus 6,16, er allein ist unsterblich. Also Gott allein ist unsterblich. Und er wohnt in einem Licht, was niemandem zugänglich ist. Also dem würdest du schon zustimmen, dass Gott nicht stirbt. Na, da wäre es vielleicht mal gut zu definieren, was überhaupt ein Tod ist. Und zwar Tod ist ja überhaupt, also heute wird es definiert mit Hirntod, wenn das Hirn den Geist aufgibt, sage ich jetzt mal so, oder wenn das Herz aufhört zu schlagen. Und das sind ja Aspekte, die jetzt nur einen menschlichen Körper betreffen. Und da jetzt Gott in seiner ewigen Existenz jetzt diesen Körper nicht hat, geht es ja gar nicht. Okay, das heißt, den Punkt, den du eingangs erwähnt hast, dass Jesus eine menschliche Natur angenommen hat, willst du damit quasi sagen, dass seine menschliche Natur gestorben ist oder seine göttliche Natur gestorben ist? Willst du damit behaupten, dass seine menschliche Natur gestorben ist? Ja, seine menschliche Natur. Als Mensch ist er gestorben. Okay, das Problem ist, ich meine, das stellt schon ein sehr, sehr großes Problem dar, Udo. Der Grund dafür ist, der erste Punkt dafür ist, wir wissen aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis von Chalcedon, dass wenn wir von der Person Jesus sprechen, dass wir diese beiden Naturen, die er hat, die göttliche und menschliche, nicht trennen dürfen. Sie sind untrennbar, wie es dort heißt, unverwechselbar, wie es dort heißt. Das heißt, wir können nicht einmal sagen, okay, wenn Jesus nicht weiß, wann der jüngste Tag ist, dann ist es seine menschliche Natur. Und wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, ist es seine göttliche Natur. Wenn er zu dem Feigenbaum geht und nicht weiß, dass darauf keine Feigen waren, dann ist er in dem Moment völlig Gott und völlig Mensch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, eine Natur stirbt nicht. Personen sterben. Du würdest ja auch nicht, Gott bewahre, jemand in deiner Familie verstirbt beispielsweise, würdest du auch nicht sagen, oh Mann, wie schade, seine fröhliche Natur ist gestorben. Nein, du würdest sagen, die Person ist gestorben. Das heißt, was wir hier sehen, erstens, du kannst diese beiden Naturen nicht trennen. Und zweitens, eine Natur stirbt nicht, sondern eine Person stirbt. Und wenn du sagst, dass die menschliche Natur gestorben ist, dann stelle ich dir die Frage, wer von diesen drei Personen für dich gestorben ist in der Gottheit der Trinität? Weil die menschliche gehört offensichtlich nicht dazu. Das heißt, wenn du sagst, die menschliche, wenn du dennoch darauf beharrst, diese zu trennen und zu sagen, die menschliche Natur ist gestorben, dann ist keiner der drei Personen, die ja Gott sind, für dich und für deine Sünden gestorben. Nun also, diese Erklärungen, die es jetzt da bei der Menschwerdung Jesu
betrifft. Und zwar, die biblische Lehre ist ja, dass Jesus Christus, als er auf Erden gekommen ist, eben sich selbst entäußert hat und sich selbst erniedrigt hat. Und das Zweite ist, und zwar, das mit der menschlichen Natur, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch definiert. Und zwar, dass er gestorben ist, das bedeutet ja einfach jetzt, dass mein Körper die Prozesse einfach nicht mehr stattgefunden haben. Also ich rede jetzt auch ein bisschen aus medizinischer Sicht. Also es geht jetzt, wie du gesagt hast, dass mit einer Natur jetzt nicht sterben kann. Ja, eigentlich schon, aber es geht hier jetzt nur um den Körper, denn wir sprechen ja eigentlich vom Tod jetzt nur, wenn der Körper dann quasi stirbt, denn das Ding Okay, ist das halt, heißt, wenn der ich, Körper ist gestorben. ja, aber ich muss jetzt noch sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, jemand ist gestorben, dann okay, dann heißt es, er ist aus dem irdischen Dasein weg, aber eigentlich lebt er ja noch weiter, denn es gibt, denn wir glauben ja Natürlich, beide an, natürlich. Ja, ja, wir ja. glauben ja beide Also, an ein Leben nach dem Tod. absolut. Also, ich habe auch nicht den Tod so definiert, dass ich sage, der Tod ist die Inexistenz. Ja, das habe ich habe den Tod auch nicht so. So würden wir Muslime auch den, so wird vielleicht ein Atheist den Tod definieren. Aber wir als Gottgläubige glauben ja, dass zumindest unsere Seele nach unserem Tod weiterlebt. Das ist ja auch nicht die Definition vom Tod. Wenn man es ganz jetzt oberflächlich beschreiben würde, könnte man sagen, dass der Tod in erster Instanz die erste Trennung von Seele und Körper ist. Das wäre mal so. Es kommen natürlich viele andere Aspekte hinzu. Der Bruder Enes Körper, könnte Geist und da. Seele. Körper, Geist und Seele. Jein. Ich meine, wenn wir uns die frühen Kirchenväter ansehen, wie sie die Person Jesus definiert haben, sie haben gesagt, okay, die zweite Person, Jesus, ist auf die Erde gekommen und hat eine zweite Natur angenommen. Und diese ist eine menschliche Natur. Und das geht selbst aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis hervor. Er hat eine rationale Seele angenommen und einen menschlichen Körper. Da wird nichts von einem Geist erwähnt. Ja, manche Kirchenväter haben gesagt, die Mindestanforderungen für eine Person sind Körper, Geist, Seele. Aber sehr viele von ihnen haben den Geist und die Seele als Synonym verwendet. Ja, das heißt, sie haben gesagt, Seele und Körper, das ist die Mindestforderung für eine Person. Aber wir haben das Problem noch immer nicht gelöst. Denn wer ist jetzt gestorben? Ist die zweite Person der Trinität gestorben? Wo wir wen haben? Die göttliche und menschliche Natur. Dann ist Gott gestorben. Widerspricht dem Vers in 1. Timotheus 6,16. Er allein ist unsterblich. Ja, wenn du jetzt sagst, die menschliche Natur ist gestorben, haben wir ein Problem mit dem athanasianischen Glaubensbekenntnis und eine Natur stirbt nicht. Das heißt, welchen Weg, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Das wäre interessant zu erfahren. Naja, da als Mensch eben auch alle menschlichen Schwächen und auch ertragen hat und auch alles Menschliche erleiden konnte, konnte er dadurch auch sterben. Aber ich meine, dieser Vers in Timotheus, wo es jetzt heißt, dass Gott nicht sterben kann, das heißt jetzt einfach, weil, ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das jetzt mir darlegen willst. Das heißt ja jetzt einfach, und zwar, wie ich es dir jetzt gesagt habe, weil Gott in seiner Ewigkeit diesen Körper nicht hat und wenn er keinen Körper Leib hat, der sterblich ist, kann er ja per Definition auch nicht sterben. Okay, gehen wir diesen Weg. Also gehen wir diesen. Wir Muslime, Udo, würden das natürlich nicht akzeptieren, weil wir eine klare Demarkationslinie haben zwischen Gott und Mensch. Ja? Das würde für uns wenn jemand kommt und sagt, Gott wird Mensch, dann ist es für uns automatisch eine Disqualifizierung als Gott. Er kann nicht Gott sein. Man kann nicht in einer Person Allmacht haben und Mangel an Macht haben. Allwissenheit haben, Mangel an Wissenheit haben. Allgegenwärtig sein und nicht allgegenwärtig sein. Ja? Das sind Sachen, die unvereinbar sind in einer Person. Die Frage ist dennoch, wer ist jetzt gestorben? Ist die zweite Person der Trinität gestorben? Ja, dann würden wir sagen, okay, Gott ist gestorben. Widerspricht dem Bibelvers. Weil dort heißt es ganz klar, er allein ist unsterblich. Gott allein ist unsterblich. Ja? Vielleicht kurz, weil wir müssen hier einen klaren Standpunkt setzen. Wir Muslime sagen nicht, die Kreuzigung hat nicht stattgefunden. Das sagen wir Muslime gar nicht. Und wir Muslime sagen auch nicht, dass unbedingt, wenn du jetzt live dabei wärst und du hättest gesehen, wie Jesus aussieht, und dann hättest du gesehen, wie Jesus am Kreuz ist, das verleugnen wir sogar auch nicht. Und hier müssen wir mal klar den islamischen Standpunkt. Dann denken Sie, hä? Dann hat doch eine Kreuzigung stattgefunden. Was behauptet ihr Muslime dann? Schauen wir uns mal die islamische Perspektive an. Allah sagt im Koran,
Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryama Rasulallah. Und ihre Worte, wir haben den Masih Isa, also Jesus, getötet, den Gesandten Allahs. Und dann sagt Allah, وَمَا قَتَلُوهُ, sie haben ihn nicht getötet. وَمَا صَلَبُوهُ, und sie haben ihn nicht gekreuzigt. Gekreuzigt und وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, und aber es erschien ihnen so. Und vielleicht müssen wir hier kurz was erklären, weil ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr dazu unterschiedliche Erklärungen findet. Es gibt unter den Koranexegeten keine eindeutige Aussage, dass sie sagen, genau so war es. Aber walakin shubbiha lahum, dieses shubbiha, das heißt, es erschien ihnen so. Und dieses erschien ihnen so wurde von den Koranexegeten unterschiedlich erklärt. Manche sagten, dass die Person, die Jesus verraten hat, also die Person, die Jesus verraten hat, dass er gesagt hat, dort ist er, holt ihn, kreuzigt, diese Person hat die Gestalt von Jesus bekommen. Und sie haben diese Person gekreuzigt. Und deswegen dachten sie auch, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Und Allah sagt weiter, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكْ. Diejenigen, die da Uneinigkeit haben, sind in großen Zweifeln. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Sie haben darüber gar kein Wissen, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Außer das Folgen von Mutmaßungen. Und Allah sagt, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Dieses مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا kann im Arabischen auf zwei Weisen interpretiert werden. Die erste Weise ist, sie haben ihn ganz bestimmt nicht getötet. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Oder وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Das heißt, sie sind sich nicht sicher, ob sie ihn wirklich getötet haben. Andere Gelehrten sagten zu diesem Vers, dass einer von den Jüngern freiwillig die Gestalt von Jesus angenommen hat und dann am Kreuz gekreuzigt wurde. Das heißt, sie dachten wieder, sie haben Jesus getötet, aber sie haben ihn nicht getötet. Jedenfalls, du findest die unterschiedlichsten Erklärungen. Die für mich beste Erklärung ist, Allah sagt hier im Koran nur, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Es erschien ihnen so. Allah hätte nur einen Vers hinzufügen müssen, um die Sache klar und eindeutig zu machen. Hat jetzt ein anderer die Gestalt angenommen? War es ein Jünger? War es derjenige, der Jesus verraten hat? Wer war es? Das hätte Allah klar und deutlich hier sagen können, aber er hat es nicht getan. Und wisst ihr auch wieso? Weil es nicht relevant ist für dein Leben. Es ist gar nicht relevant für dich, wie Allah Jesus beschützt hat. Das Wichtige ist, dass Allah sagt, وَمَا قَتَلُوهُ. Sie haben ihn ganz gewiss nicht getötet. Und das zeigt wieder die koranische Perspektive, dass die Leute sich manchmal auf Feinheiten konzentrieren, wenn wir sagen, was ist denn das Relevante? Was ist die Essenz dieser Aussage? Und die Essenz dieser Aussage ist, dass Jesus nicht gestorben ist und Jesus somit auch nicht für eure Sünden gestorben ist, sondern ihr selber für eure Sünden verantwortlich seid und ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werdet. Und dann sagt Allah noch, بَرَّفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Das heißt, Allah hat Jesus zu sich erhoben. Das heißt, die islamische Perspektive ist, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern Gott ihn zu sich erhoben hat, ihn beschützt hat. Und das Lustige ist, das ist auch genau korrelierend mit den Versen, die wir bereits zitiert haben. Dass sein Gebet erhört wurde, das haben wir aus der Bibel zitiert, im Matthäus-Evangelium, dass im Hebräer, dass sein Gebet erhört wurde, dass er geweint hat, er erhört wurde, dass die Engel ihn beschützen. Das ist perfekt korrelierend auch mit der Bibel. Das ist so viel zu der islamischen Perspektive, dass wir hier Klarheit haben. Ihr werdet verschiedene Interpretationen finden, aber das, was klar nur aus dem Koran ersichtlich ist und was 100% ist, es erschien ihnen so. Das heißt, man soll sich auch nicht wundern, wenn man irgendwelche Augenzeugen etc. hat, vermeintliche Augenzeugen, ja, weil Allah sagt, bal shubbiha lahum. Das heißt, irgendwas diesbezüglich muss es anscheinend gegeben haben, dass die Menschen zu Recht dachten, wir haben ihn getötet. Genau, so viel zu diesem Punkt, dass es vielleicht auch mal für die Christen klar ist. Jetzt angenommen, der Islam wäre nie gekommen, also Mohammed wäre nie aufgetreten, der Islam wäre nie entstanden. Mhm. Ihr glaubt ja, dass der Islam schon vorher da war, glaube ich nicht, aber sei es mal drum, wäre dann irgendwann irgendjemand in der Geschichte der Menschheit auf die Idee gekommen, nee, Jesus ist ja gar nicht am Kreuz gestorben, sondern da hing jemand, der so aussah wie er. Also wie viel Sinn macht denn das, dass da Menschen ihn sehen, Menschen zu dem Ergebnis kommen, der ist da am Kreuz gestorben, im ersten Jahrhundert Dutzende Berichte rausgegeben worden sind, nicht wie bei Mohammed, wo die erste Biografie 150 Jahre nach seinem Tod erst rauskam. Die Frage ist, wieso wurde da nichts verschriftlicht in dieser ganzen Zwischenzeit? Im ersten Jahrhundert Bericht über Bericht, der schreibt, Jesus ist gestorben. Und dann kommt 600 Jahre später ein Mann, hunderte Kilometer entfernt von Israel, sagt, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen.
nachdem er seine erste Offenbarung für dämonisch gehalten hat und ihn seine Ehefrau Khadija erst überzeugen musste, dass es wirklich vom Engel Gabriel kam. Und ich soll jetzt das glauben, was er sagt, entgegen Dutzenden von verschiedenen unabhängigen Berichten aus dem ersten Jahrhundert. Also jetzt mal aus historischer Sicht gesprochen, da ist man, glaube ich, als Muslim auf ganz, ganz dünnem Eis. Nee, aber du hast immer noch nicht richtig. Also ganz kurz. Also nein, ich meine einfach, der Punkt, jetzt muss ich das jetzt logisch finden, dass da jetzt Leute Jesus gesehen haben und dann kommt jetzt 600 Jahre später und sagt einer, der sagt, nee, das sah nur so aus wie Jesus. Also jetzt genau. Mal aus neutraler historischer Perspektive, was scheint denn da jetzt glaubwürdiger zu sein? Ja gut, ja, ich würde also, da vielleicht... Ja, kein Problem. Ich würde gerne, ihr könnt auch natürlich ergänzende Kommentare dazu geben. Hallo Simon, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich hoffe, wir werden ein cooles Gespräch führen heute. Erstmal dieses hypothetische Beispiel, auf das gehe ich gar nicht ein, dass der Islam nicht gekommen wäre, der Islam ist gekommen. Also das mit hypothetischen Beispielen, das entbehrt jeglicher Realität quasi. Und die Tatsache, dass du gesagt hast, Mohammed ist 600 Jahre später gekommen, ein zeitliches oder geografisches Argument ist völlig irrelevant. Gott hätte auch nach 1000 Jahren eine Offenbarung bringen können. Weil es handelt sich auch, wir behaupten, das ist das zumindest, was wir postulieren, um eine göttliche Offenbarung, die wir sprechen. Der Prophet Mohammed hat nicht eine historische Investigation durchgeführt, dass er gesagt hat, okay, jetzt haben wir die Thralianer und die Philadelphia und die Basiliden und jetzt komme ich zu der Erkenntnis, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Und du erwähnst Bart Ehrman, Gerd Lüdemann. Ja? Hast du dich auch damit beschäftigt, wie sie zu dieser Erkenntnis kommen? Ja? Und du sagst, du hast Dutzende Berichte aus dem ersten Jahrhundert. Die einzigen Berichte, die du aus dem ersten Jahrhundert hast, sind die vier Evangelien, die ins Detail eingehen. Und du hast Historiker wie Flavius Josephus, Cornelius Tacitus und so weiter. Die Frage ist hier, sind die Autoren der Evangelien göttlich inspiriert? Und das ist ein Punkt, wo wir einen Dissens haben, weil das erkennen wir nicht. Und wenn wir die Diskrepanzen sehen während der Kreuzigung, ja, wenn ich beispielsweise, das ist der letzte Punkt, dann übergebe ich das Wort. Wenn ich beispielsweise, man muss sich das mal vorstellen, die Kreuzigung, das größte Phänomen des Christentums, das ist das Symbol, wie ich eingangs heute erwähnt habe. Wenn du ein Kreuz siehst, das Erste, was dir einfällt, ist, das Christentum ist Jesus. Wenn ich ein Jünger wäre von Jesus, Bro, dann wäre ich der Erste, der sich vor ihm hinkniet und alles mitschreibt, was er sagt. Ich würde alles memorieren, was er sagt. So, wenn ich jetzt aber Matthäus hernehme beispielsweise, der auf das Jahr 85 datiert wird nach Christus. Wenn ich ihn sage, was waren die letzten Worte von Jesus? Dann wird er sagen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann hauchte er den Geist aus. So, wenn ich jetzt aber Lukas frage, den Autor von Lukas, welche letzten Worte hat er ausgesprochen? Dann würde er dir sagen, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und so verschied er. Diese beiden Dinge sind unvereinbar. Ganz kurz vielleicht, ich erwähne noch einen einzigen Punkt. Und wie kann es sein, dass dann Johannes kommt und plötzlich die letzten Worte von Jesus wiedergibt und sagt, es ist vollbracht? Und da sehen wir die Diskrepanzen. Und auch ein Aspekt, wo Jesus gesagt haben soll, Eloi, Eloi, lema sabachthani, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Das kann nicht Jesus gewesen sein, weil wir wissen aus Psalm, dass Gott seine Frommen nicht verlässt. So, jetzt mein letzter Punkt. Wenn die Autoren der Evangelien bei so heftigen Widersprüchen ausgesetzt sind, so heftigen wie Diskrepanzen, was spricht dagegen, dass man sagt, okay, die Kreuzigung haben sie auch völlig falsch quasi transkribiert und manifestiert in ihren Schriften? Die Frage ist, Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben oder nur jemand, der so aussah wie er? Und da halt eben zu Harun, also ich finde schon ein starkes Stück von wissenschaftlich, seit wann ist es wissenschaftlich, Sätzen 6 zu sprechen, wenn man gleichzeitig glaubt, dass dort über 600 Jahre alle Leute sich geirrt haben, bis dann die Offenbarung von Gott kam, oh, der wurde nur verwandelt, der sah nur so aus wie Jesus, das war eigentlich gar nicht Jesus. Eigentlich hat da Gott nur ein Spielchen getrieben
Und Hunderte und Tausende von Märtyrer sind umsonst im Kolosseum umgekommen und haben sich bis in die ganze Welt verbreitet. Weil das ist nämlich, wenn wir jetzt hier von innerer Logik und Konsistenz sprechen, eine grundlegende Frage, die wir stellen können. Auch die Frage, wenn Allah schon 600 Jahre wartet, bis er so einen massiven Irrtum richtig stellt, wieso schickt er dann nicht sofort eine Sure, in der er das richtig stellt? Aber Sure An-Nisa, die kam ja, Sure 457, das kam ja nicht gleich am Anfang von Mohammeds Dienst, sondern da hat Allah sich 13 Jahre Zeit gelassen, bis er dann mal diese Sure geschickt hat. Und da können wir ja auch mal fragen, also da sind Christen, die ja, ich würde gern drauf eingehen. Überall den gekreuzigten Jesus predigen und das als zentralen Glaubenspunkt betrachten. Warum? Weil Allah es ihn so hat erscheinen lassen, weil er jemanden da verwandelt hat. Und dann lässt Allah sich so dermaßen Zeit und noch kurz einfach mit diesem Bild, also seit wann tun denn Historiker Geschichte betreiben anhand von Bildchen? Also wir haben Texte aus dem 1. Jahrhundert, 1. Korinther 15, das Credo, wenige Monate bis wenige Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben worden. Also ich möchte mich da jetzt lieber einreihen bei seriösen Historikern, als jetzt, als jetzt bei irgendwelchen Künstlern. Also wir betreiben Geschichte nicht anhand von Bildern. Zu den Diskrepanzen, nochmal, dieser Punkt ist noch wichtig, den finde ich angesprochen. Die Diskrepanzen, okay, ist eh egal, oder wie? Das ist ein guter Punkt, darüber kann man sprechen, aber wir reden ja hier darüber, ist es ein historischer Kern, ist es ein historischer Fakt, dass da Jesus am Kreuz hing oder nicht? Und also da muss man sich einfach klar sein, an diesem Punkt Tod von Jesus von Nazareth, nicht einem verwandelten Jesus, gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Wenn man das anders sehen will, kann man gerne sich zu den Aluhutträgern gesellen, aber das okay, ist Simon, ganz kurz. Wir brauchen wirklich eine Ordnung, ja? Vielleicht muss ich das nochmal wiederholen. Es ist ganz wichtig, dass man einen Punkt nach dem anderen abarbeitet, dass man den Gegenüber aussprechen lässt. Das ist ganz wichtig, okay? Also Simon, eins nach den anderen, wir haben genug Zeit. Ja, aber ich würde jetzt schon gerne auf alle Punkte eingehen, weil bitte, ja? Simon auch alle Punkte erwähnt hat. Klar. Also, Folgendes. Du bist auf den Punkt eingegangen und du hast es auch ziemlich gut erklärt. Geschichtswissenschaften arbeitet mit Induktion. Das heißt, es sind probabilistische Herangehensweisen, wie wir etwas in der Geschichte erklären. Okay? Und das machen die Wissenschaftler. Und das machen die Historiker. Und Bart Ehrman ist ein Historiker. Und das heißt, etwas, was probabilistisch ist, wahrscheinlich ist, hat natürlich die Möglichkeit, dass es nicht stimmt, dass es nicht stimmen kann, dass auch bestimmte Aspekte vorhanden sein können und es nicht in Stein gemeißelt sein muss. Und ich möchte nochmal aufzeigen auf den Punkt. Simon hat eingangs erwähnt, es gibt Dutzende Berichte aus dem 1. Jahrhundert. Und die einzigen, die er zitiert hat, war aus den Evangelien. So, wenn wir jetzt zu den Evangelien kommen, und das ist genau der Punkt, sind die Autoren der Evangelien göttlich inspiriert? Und wie kann es sein, dass Gott, und du bist auf keine einzige Diskrepanz eingegangen, wie kann es sein, dass die letzten Worte von Jesus völlig unterschiedlich überliefert wurden? Von denselben Synoptikern, die dieselbe Geschichte überliefern. Wie kann es sein, wenn Gott Jesus ist? Wir wissen aus der jüdischen Tradition, dass wenn jemand Blasphemie begeht, er 24 Stunden Bedenkzeit hat, von dieser Blasphemie wegzukommen. Was sehen wir bei Jesus? Er wurde unmittelbar danach gekreuzigt. Wie kann es sein, dass Jesus am Kreuz, als er mit den Dieben hang und zu dem einen sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zwei Tage danach erscheint er der Frau, ich glaube Maria Magdalena, und sagt, ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen. Ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. War er im Paradies oder war er nicht im Paradies? Und das sind Punkte, die unmöglich von Gott inspiriert sein können. Wie kann es sein, dass Gott die Menschen so in die Irre führt, weil du sagst, Allah führt die Menschen in die Irre? In diesem Vers in Surah An-Nisa steht nicht, Allah führt die Menschen in die Irre. Und da steht auch nicht, er hat sie getäuscht. Da steht, es erschien ihnen so. Walakin shubbiha lahum. Das heißt, wir sind agnostisch darüber, was genau passiert ist. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ein Christ kommt zu mir und sagt zu mir, bei der Kreuzigung überliefert Matthäus, und ich möchte das gerne vorlesen, das muss man sich mal vorstellen.
Matthäus überliefert ein so phänomenales Ereignis. Ja, Matthäus. Und wir lesen hier in Matthäus 27, 51. Das ist etwas, was unmittelbar nach der Kreuzigung geschah. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Da stellt sich auch die Frage, in den anderen Synoptikern heißt es, dass es vor dem Tod von Jesu herunterriss und in einem anderen danach runterriss. Wir reden hier nicht, ganz kurz, wir reden hier nicht von Dingen, die wir vereinen können. Wenn wir einen offensichtlichen Widerspruch sehen, dann ist es in der Exegese nicht so, dass wir das einfach aus dem Fenster werfen. Nein, wir versuchen zu schauen, okay, wo ist der Fehler? Wo ist der Knackpunkt und wie können wir eine Symbiose machen? Wie können wir diese vereinen? Handelt es sich denn wirklich um einen Widerspruch? Aber die Punkte, die wir aufzeigen, sind in keiner Weise möglich zu vereinen. Ja? Wenn Jesus gesagt hat, Eloi, Eloi, lama sabachthani, und das waren seine letzten Worte, dann kann er nicht gesagt haben, es ist vollbracht, seine letzten Worte. In Matthäus Kapitel 27, 51 heißt es kurz nach der Kreuzigung, die Erde bebte, es gab ein Erdbeben. Und die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, also verstorben sind, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen diese Heiligen ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und sie erschienen vielen. Und Matthäus ist der Einzige, der diese Geschichte überliefert. Im gesamten Neuen Testament ist er der Einzige, der diese Geschichte überliefert. Und ich soll kommen und an das glauben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, eine kleine Analogie und dann übergebe ich das Wort. Stellen wir uns vor, in Wien, weil wir sind ja in Österreich ansässig, passiert so ein unglaubliches, phänomenales Ereignis. Jesus wird in Wien am Stephansdom gekreuzigt. Und wir merken plötzlich, dass es ein Erdbeben gibt, direkt nach der Kreuzigung. Und da es in Wien nicht wirklich Felsen gibt, sagen wir, es sind Gebäude, die einfach entreißen. Die Gebäude entreißen in zwei. Und dann sehen wir plötzlich, aus den Wiener Friedhöfen öffnen sie sich und die Gräber kommen heraus. Wir sehen, dass es Heilige sind. Und dann kommen sie noch in die Stadt und erscheinen vielen Menschen. Und am nächsten Tag gibt es genau eine einzige Zeitung, die darüber berichtet. Und dann soll ich an die Vertrauenswürdigkeit und an die Kredibilität von so einer Person glauben. Und das sind nicht meine Worte. Christlicher konservativer Apologet Michael DeConner sagt, das ist ein seltsames Restfragment. Er sagt selber, es ist eine Verschönerung von Matthäus. Es sind Spezialeffekte, erwähnt er. Dr. William Lane Craig sagt, keiner der zeitgenössischen Wissenschaftler glaubt, dass diese Aussage von Matthäus historisch ist. So, jetzt meine Frage. Wenn er bereit war, der Autor von Matthäus, wir wissen nicht, wer er ist, wenn er bereit war, so etwas zu erfinden, warum soll er nicht die Kreuzigung erfinden? Also, das nimmt die völlige Vertrauenswürdigkeit und ich als Muslim bin eher dazu bereit, so etwas nicht zu akzeptieren, als zu akzeptieren, dass der Koran nach 500, 600 Jahren kam und zu dem Punkt, dass du gesagt hast, er hat noch 13 Jahre gewartet, Gott hätte auch noch 500 Jahre warten können. Es ist eine göttliche Offenbarung. Wir glauben, ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, dass Gott omniscient ist, allwissend. Und die Menschen, eines hat er schon beantwortet, die Menschen, die an Jesus als Propheten Gottes geglaubt haben, dass er der Messias ist, dass er mit dem Injil gekommen sind, die sind entschuldigt. Das sind nämlich Muslime. Das heißt, selbst wenn sie geglaubt haben, dass Jesus gekreuzigt wurde, sind sie Muslime und sind sie im Paradies.